den ersten Schultag in Garmisch, der war also für mich wirklich ein Schock. Da hat mich die Tante früh zum Schulleiter gebracht. Jawohl, alles klar. Und er hat einem Kollegen gesagt: Sie, Herr Kollege, nehmen Sie mal hier unseren neuen Schüler und führen Sie ihn in die Klasse 6C. Heute würde man sagen, das ist die neunte, ja, nee, die zehnte wäre es. Und er hat mich genommen und folgen Sie mir. Und man muss dazu sagen, ich hatte natürlich Komplexe. Ich war angezogen in einem Anzug von meinem 15 Jahre älteren Bruder, hatte eine Nickelbrille, die damals in Deutschland nicht üblich war. Jahre später wurde sie üblich. Und so wie ich ausgesehen habe, hat mich dann der junge Lehrer hat die Tür aufgemacht, hat mich in den Chemiesaal reingeschoben und hat von hinten die Tür zugemacht, ohne ein Wort zu sagen. Und ich stand da und die Schüler haben sich umgedreht und haben gegrinst, haben mich also da gesehen wie ein, weiß nicht, Wunder aus irgendwo. Und ich wäre am liebsten im Mauseloch verschwunden, weil ich habe mich also so furchtbar geschämt. Und die Lehrerin hat es doch erfasst und hat gesagt: Setzen Sie sich da in die letzte Bank. Und damit war die Sache erledigt. Aber dann die folgenden 3 Monate, dieser Schultag war der 2. Mai, mein erster Schultag in Deutschland. Die folgenden 3 Monate bis Jahresschluss war ich also dort. Dann sind wir umgezogen von Garmisch, haben also mit Hilfe von Verwandten und so in der Nähe von München in Gröbenzell eine Wohnung vorläufig vorübergehend bekommen. Und von da aus bin ich dann nach München-Pasing damals hieß es Oberrealschule, heute würde man sagen Naturwissenschaftliches Gymnasium, gegangen. Und von da an ging es dann in der Schule relativ normal. In Garmisch kam ich mir also wirklich vor wie einer aus dem letzten Winkel der Welt, vor allem was Sport anbelangt. Ich hatte in meinem Leben, es glaubt vielleicht niemand, noch nicht einmal eine Kugel gesehen, mit der man Kugelstoßen macht. Und als ich dann mit den Garmischer Sportlern im Freien Kugelstoßen machen sollte, dachte ich, man wirft das wie einen Ball. Und dabei ist die Kugel dann doch nicht einmal über den Rasen, über die 3 Meter rübergekommen. Und die haben mich natürlich alle ausgelacht. Oder ein Reck habe ich vorher auch noch nie gesehen gehabt. Und die Garmischer, die haben da also Aufschwung und Umschwung und nicht ganz so wie in der Hambrüchen, aber so ähnlich haben die geturnt. Und ich war wie ein Sack dran gehangen. Und das war natürlich schlimm, weil die Achtung oder die Selbstachtung, die man unter Schülern hat, die wird ja sehr stark von sportlichen Leistungen her beeinflusst. Und also ich kam mir da also wirklich als sehr, sehr minderwertig vor. Wie war das sprachlich? Man hat mir natürlich gemerkt, dass das auch mit Akzent ist, aber ich muss sagen, ich habe das eigentlich relativ schnell, den Akzent oder so, verloren. Ich hatte ja auch in Stöblau daheim, haben wir ja auch Deutsch gesprochen, aber nur mit der Mutter. Weil sie nicht Polnisch konnte, haben wir mit ihr Deutsch gesprochen. Der Vater hat zu uns Deutsch gesprochen, wir haben ihm Polnisch geantwortet. Und unter den Geschwistern haben wir dann nur noch Polnisch gesprochen, nach einigen Jahren. Das war das Ergebnis dieser, ja, Zwangspolonisierung. Und wenn ich mit den Geschwistern damals in Polen Deutsch gesprochen hätte, da kam ich mir irgendwie lächerlich vor. Und deswegen war das irgendwie ungewöhnlich, unnormal. Mit der Mutter war das selbstverständlich, da kam man sich nicht irgendwie lächerlich vor, das war einfach selbstverständlich. Und in Deutschland dann natürlich nur alles Deutsch. Muss sagen, ich habe das Polnische ja nicht verlernt, aber meine jüngere Schwester, 3 Jahre jünger, die hat also das Polnische relativ schnell, zumindest was die Schreibweise und so weiter anbelangt, doch relativ schnell wieder, nicht ganz, aber doch teilweise vergessen.